Guten Morgen. Ganz schön neblig heute. Respekt. Machen wir gleich wieder zu. Also, heute sprechen wir mal kurz über die Lithium, was ich so habe. Bord. Ich habe jetzt mein Motor angemacht, weil ich gerade noch hergefahren bin. Und da zeige ich euch mal die App. Das ist mit BMS aktiv, also ist ein BMS-System drin, über Bluetooth, wo dann anzeigt, ja, die Kapazität und alles. Das zeige ich euch mal. So, ich hoffe, dass es scharf gestellt wird. Jetzt also, das sind die Zyklen, was ich bisher habe. Das ist die Spannung bei Lithium, ist 13,74, und das ist jetzt der Stromeinfluss über den Ladebooster, was momentan reinkommt. Jetzt kommen wir knapp 40 Ampere, wenn ich fahre, natürlich kommen wir da über 50 Ampere. So, das ist die Batterietemperatur, 13,9. Das ist der Ladezustand, 95%. Die Kapazität der Batterie hat 226,1 Ampere und drinnen sind 215 Ampere. Jetzt kann man natürlich hier auch natürlich hier weitergehen. Nach der Geschichte kann man sehen, oder zum Beispiel, was sehr interessant ist, ist zum Beispiel die Zellen. Die Zellen sind 3,4, 3,4, 3,4, das heißt, die sind sehr gesund. Da ist jetzt zum Beispiel die Batterie von der Firma Lithium mit 200 Ampere und einem Sitz von Fiat Ducato eingebaut. Die passt da ganz genau rein. Und ich muss sagen, eine sehr tolle Lösung, bevor dass man sich woanders einen Platz sucht. Als erstes, das ist jetzt zum Beispiel der Ladebooster. Der macht, das ist von der Firma Büttner. Da steht es auch drauf, Ladebooster. Und zwar, der macht, sobald der Motor an ist, lädt er mit 50 Ampere. Also ich muss sagen, mit dem Ladebooster bin ich sehr zufrieden. Er lädt schnellerweise auch mit 55 Ampere, 56 Ampere eine Zeit lang. Und ich bin echt zufrieden mit diesem System. Und das sind die dicke Kabel, was dran. Und das ist Wechselrichter, auch von der Firma Büttner. Der hat 1500 Watt. Der Firma Büttner ist auch Quarz gesteuert. Das heißt, er überprüft das Ganze noch einmal, ob das eine reine Sinuswelle ist. Die Anlage habe ich einbauen lassen. Machen wir da mal kurz wieder zu. Die Anlage habe ich einbauen lassen von der Firma Mika Kavaran in Dingetzbühl. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Firma und mit diesem System, was wir da ausgemacht haben, mit 200 Ampere Lithium, was ihr gerade gesehen habt von der Firma Lithium, ein Außenschalter, wo du den Wechselrichter einschalten kannst. Dann habe ich schon mal beim Video gezeigt, da habe ich gesagt, das ist ein Gadget. Ich zeige es euch noch einmal, und zwar der Licht da unten, schön versteckt. Das ist schön versteckt, das ist der Vorteil. Da drückt man einfach hier drauf. Jetzt hat es gepiepst und jetzt ist der Wechselrichter an. Der Vorteil ist jetzt, praktisch meine Kaffeemaschine betreiben, da kann ich meinen Toaster betreiben, meine Playstation betreiben. Natürlich nicht alles zusammen, alles einzeln natürlich, weil ja der Wechselrichter, der geht ja bloß bis zu 1500 Watt. So, ich habe nur den Vorhang wieder hingemacht wegen dem Autofokus. Weil meine Kamera macht den Autofokus, ja, sobald es offen ist, fängt die Kamera an zu, naja, sich zu fokussieren, und dann ist alles unscharf. Darum habe ich das wieder hingemacht. Also, es geht hier um die Lithium. Die Lithium, was ihr gerade gesehen habt, also die Batterie, die 200 Ampere mit dem Ladebooster und dem Wechselrichter, braucht man das eigentlich im Winter. Oder zumindest braucht man das im Wohnmobil. Entschluss gekommen, dass ich Lithium auf jeden Fall brauche, wenn man drin leben tut. Wenn man kurze Ausflüge macht, das muss aber jeder selber entscheiden. Ich fand es von mir persönlich, dass eine Lithium-Batterie mit Wechselrichter mit 1500 Watt Minimum und den Ladebooster mit 50 Ampere, dass der auf jeden Fall rein muss. Die Vorteile liegen an der Hand. Man startet den Motor, man lädt automatisch auf mit 50 Ampere. Man ist öfters mal alle zwei Tage unterwegs, weil man muss ja die Toilette entleeren.
Das heißt, ich meine Batterie lädt sich ständig auf. Das ist ja ein Riesenvorteil. So, mir ist ja zum Beispiel auch neulich passiert, da war es 7 Grad minus und ich habe am Tag mit Laptop, mit Videos geschaut, habe ich da, ich brauche am Tag so circa 30 bis 40 Ampere. Und zwar, das fängt so an, dass ich in der Früh aufstehe, dann mache ich erst mir zweimal einen Kaffee. Die Kaffeemaschine zieht 1400 Watt. Dann mache ich mir einen Sandwich-Toaster, der hat 750 Watt. Dann mache ich mir zwei Sandwiches, also Toastbrot. Dann habe ich gefrühstückt und Kaffee getrunken. Dann räume ich alles weg, was ja klar ist. Und dann habe ich praktisch dann setze ich mich am Computer hin, also am Laptop, und dann schaue ich Angebote, was so alles gibt, durch am Rumsurfen, jetzt gerade durch die Jahreszeit, was jetzt wieder mit dem Corona wieder kommt. Jetzt wollte ich einen harten Lockdown im Januar machen, ja gut. Da schaue ich Wikifilme von in der Früh bis abends, nachts, bis um 8. Also das ist nicht so, dass ich nur einen Film angucke und dann ist die Batterie leer. Nein, da kannst du wirklich lange schauen. Es waren 7 Grad minus neulich. Und da hat es mir über Nacht, weil am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe dann wieder in die App nachgeguckt, das was ich euch gezeigt habe, wie viel Ampere noch drin sind. Da habe ich, und dann waren da 10 Ampere weniger wie am Tag zuvor. Das heißt, über Nacht ist meine Heizung die ganze Zeit gelaufen, da hat es mir 10 Ampere rausgezogen. Wenn ich eine normale Batterie hätte, dann ja AGM oder sonst irgendwas, da wäre ich nicht hingekommen. Da hätte ich ein Riesenproblem alleine schon von der Stromversorgung. Und genau das ist der Punkt, was ich wieder sagen muss, Lithium. Und also das, was alles gibt auf der Welt zu kaufen, muss ich sagen, ist eine tolle Erfindung, weil man kann wirklich beruhigt den Tag starten, abends ins Bett gehen, am nächsten Tag haben wir immer noch zur Verfügung. Sehr viel zur Verfügung von der Ampere. Und ich habe die Batterie schon einmal leer gefahren. Ich wollte ja wissen, wie weit der Untervoltage kommt, also praktisch die 11,4 Volt, wo dann alles aussteigt. Diese Batterie steuert die Lithium-Batterie mit dem BMS-System, das steuert es, das ist absoluter Wahnsinn. Du hast bis zum letzten Prozent hast du immer noch diese 12 Volt, die hast du immer noch. Und das ist unglaublich, dass der bis zur Batterie, bis zum End geht nicht mehr, immer noch diese 12 Ampere, also diese 12 Volt anzeigt. Das heißt, eine Unterspannung kommt da nie vor. Das ist ein Riesenvorteil. Bei der AGM-Batterie war ja bei mir so, ich habe mit dem iPad und mit dem Handy, ich habe 90 Ampere AGM-Batterie drin gehabt. Ich habe nur mit dem iPad und mit dem Handy ein rumgespielt und Filme geschaut. Und nach anderthalb Tagen, zwei Tage, war die Batterie schon im runden Bereich. Das heißt, da war ich bei 11,5 Volt. Und drum muss ich sagen, ist der Lithium da ein Riesenvorteil. Ich kann jetzt da viel mehr machen. Das ist eigentlich wie ein Haushalt. Ich kann meine Playstation spielen. Im Playstation habe ich auch schon gespielt. Und da das reicht, ich habe da mit voller Ladung bis um 8 Uhr, also es war 14.30 Uhr Nachmittag, bis abends um 8 Uhr, habe ich von 100% 75% noch übrig gehabt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Wahnsinn. Also mit der Playstation, was über 10 Ampere mit dem Bildschirm über 10 Ampere gezogen hat, habe ich immer noch 75% gehabt. Das ist jetzt meine Erfahrung, warum ich Lithium auf jeden Fall drin habe. Und jetzt kommt ja wieder der Punkt, warum ich einen Kühlschrank, Absorberkühlschrank habe, wo über Gas läuft, weil jetzt ist wieder den Stromverbrauch, was ich brauche für meine Playstation, für meinen Laptop, für Filme schauen, alles, brauche ich mir keine Sorgen machen, weil dann habe ich diese 100%ige Kapazität von der Batterie, das habe ich ja gestern in das andere Video erklärt, habe ich praktisch zur Verfügung für die Spielerei, was ich so mache. Nennen wir es mal einfach mal so. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren. Ich würde euch gerne die beantworten. Über die Kosten reden wir mal nicht, weil die Kosten, das sind, das, ja,
jeder, wo ein Wohnmobil besitzt, weiß, was das für Kosten sind, wenn man da sowas reinbaut. Aber über die Kosten möchte ich ja nicht darüber reden, weil das muss jeder selber entscheiden. Okay, das wäre mal das Ganze. Und ich muss mal später mal was kochen. So, und ich hoffe, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Ich bedanke mich schon mal für die neuen Abonnenten. Und ich wünsche euch, weil heute ja Sonntag ist, wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns im nächsten Video.